Joshua Jackson teilt einen rührenden Moment mit seiner vierjährigen Tochter und ehrt alle Eltern. Joshua Jackson, der berühmte Schauspieler aus der Serie Dawson's Creek, ist normalerweise sehr zurückhaltend, wenn es um sein Privatleben geht. An einem besonderen Tag teilte er jedoch einen äußerst bewegenden Moment mit seiner vierjährigen Tochter auf Instagram, der nicht nur seine Fans, sondern auch Eltern auf der ganzen Welt berührte. Joshua Jackson, 46 Jahre alt, hat viele Emotionen als Vater erlebt und entschied sich, die Freuden und die süßen Momente in seiner Reise als Vater zu teilen, insbesondere die mit seiner liebevollen und klugen Tochter Juno. Auf seinem persönlichen Instagram-Account postete Joshua ein Foto, auf dem er strahlend lächelte und eine bunte Perlenkette trug, ein Geschenk, das seine Tochter ihm gemacht hatte. Dieses Foto war nicht nur ein zufälliger Moment des Tages, sondern trug eine bedeutsame Geschichte über die Beziehung zwischen Vater und Tochter in sich. "Ich möchte die Geschichte hinter diesem Foto erzählen", begann Joshua emotional zu berichten. Joshua erzählte von einem Morgen, der zunächst ganz normal verlief, doch dann wurde dieser Tag zu etwas ganz Besonderem. "Heute Morgen, nach dem Frühstück, sagte ich zu meiner Tochter, dass ich in den Garten gehen würde", schrieb Joshua. Sie fragte sofort, ob sie mitkommen dürfe, und natürlich stimmte ich zu. "Für einen Vater ist es eine große Freude, einfache alltägliche Aktivitäten wie das Gärtnern mit seiner Tochter zu teilen. Das ist die Zeit, in der sie sich näher kommen, gemeinsame Erinnerungen schaffen und ihre Beziehung vertiefen können." Doch dann, als sie bereit waren, hinauszugehen, änderte Juno plötzlich ihre Meinung. Sie sah Joshua liebevoll an und sagte: "Papa, ich spiele lieber drinnen." Obwohl Joshua ein wenig überrascht von dieser plötzlichen Änderung war, respektierte er den Wunsch seiner Tochter. Er entschied sich, Juno bei ihrer Großmutter zu lassen, während er wie geplant in den Garten ging. Joshua war es gewohnt, dass Kinder oft spontan ihre Meinung ändern, aber das, was danach passierte, berührte ihn zutiefst. Nachdem er seine Gartenarbeit erledigt hatte und zurückkam, lief Juno mit strahlenden Augen und einem breiten Lächeln auf ihn zu. Sie reichte ihm eine bunte Perlenkette, die sie mit verschiedenen farbigen Perlen sorgfältig für ihn zusammengestellt hatte, während er draußen beschäftigt war. Gerührt und überrascht von der Fürsorge seiner Tochter, konnte Joshua seine Emotionen nicht verbergen. Die kleine Juno sagte zu ihm: "Papa, ich möchte drinnen bleiben und dir eine Halskette machen." Es war nicht nur ein materielles Geschenk, sondern auch ein feines Zeichen der Liebe, die sie ihrem Vater entgegenbrachte. Der unvergessliche Moment, den Joshua Jackson teilte, ist zweifellos einer jener Augenblicke, die sich jeder Elternteil für immer bewahren möchte. Als er die Halskette, die Juno selbst gemacht hatte, erhielt, war Joshua tief berührt. Für jemanden wie ihn, der die Momente mit seiner Familie schätzt, war dieses Geschenk nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auch ein Ausdruck der engen Bindung zwischen Vater und Tochter. Kaum hatte er die Halskette erhalten, wusste Joshua, dass er diesen Moment festhalten musste. Nicht nur, um eine Erinnerung zu bewahren, sondern auch, um sich immer an die Liebe zu erinnern, die seine kleine Tochter ihm geschenkt hatte. Joshua bat Juno, ein Erinnerungsfoto von ihm zu machen, ein Bild, das nicht nur seinen Stolz, sondern auch die Rührung über die reine und ehrliche Zuneigung seiner Tochter festhielt. Junos Worte während des Fotoshootings rührten Joshua noch mehr: "Es ist gut, dass du ein Foto hast, damit du dich immer daran erinnern kannst, dass ich dich liebe." Diese Worte, mit der Einfachheit und Unschuld eines vierjährigen Kindes, berührten Joshuas Herz auf eine tiefe Weise. Es waren nicht nur einfache Worte, sondern eine bedeutsame Botschaft über die bedingungslose Liebe, die sie ihrem Vater entgegenbrachte.
Joshua schrieb auf Instagram: Mein Herz schmilzt zum millionsten Mal wegen dieses wunderbaren Mädchens. Dies sind nicht nur die Gefühle eines Vaters, sondern auch ein tiefes Verständnis für den Wert der kleinen Augenblicke im Leben. Joshua war nicht nur von der Liebe seiner Tochter gerührt, sondern dachte auch über seine Rolle als Vater nach. Im hektischen und herausfordernden Alltag helfen ihm solche einfachen Momente zu erkennen, dass das Glück oft nicht in großen Dingen liegt, sondern in den kleinen Freuden, die wir oft übersehen. Für Joshua ist das Vatersein nicht nur eine Aufgabe, sondern eine bedeutungsvolle Reise, und er ist dankbar, diese mit seiner Tochter erleben zu dürfen. Joshua Jackson nutzte diesen Moment, um eine herzliche und ermutigende Botschaft an alle anderen Eltern zu senden. Er sagte: An alle Mütter und Väter, ob mit Partner, allein, mit Blutsverwandten oder einer gewählten Familie, ihr macht das großartig. Diese Worte sind nicht nur eine Ermutigung für diejenigen, die sich bemühen, ihre Kinder zu erziehen, sondern auch eine Erinnerung daran, dass es keinen perfekten Weg gibt, Eltern zu sein. Joshua versteht, dass jede Mutter und jeder Vater vor eigenen Herausforderungen steht, und manchmal können kleine Momente wie dieser all die Mühe lohnenswert machen. Joshua Jackson räumt auch ein, dass sein Leben nicht immer von solch wunderbaren Momenten geprägt ist. Er weiß, dass Elternsein nicht immer einfach ist, aber er ermutigt alle Eltern, durchzuhalten. Macht weiter so. Ich weiß, dass ich nicht immer solche schönen Momente habe wie heute, aber ihr macht das großartig, teilte Joshua mit. Dies ist eine tiefgreifende Ermutigung, die betont, dass sich alle Anstrengungen der Eltern lohnen und dass solche kleinen, aber unvergesslichen Momente die wertvollsten Belohnungen sind. Joshua zieht seine kleine Tochter Juno derzeit zusammen mit der Schauspielerin Jodie Turner Smith, 37 Jahre alt, groß. Allerdings beschloss das Paar im Oktober 2023, sich nach 4 Jahren Ehe aufgrund unüberbrückbarer Differenzen zu trennen. Ihre Ehe war zwar nicht von langer Dauer, hinterließ aber viele wertvolle Erinnerungen, insbesondere die Anwesenheit von Juno in ihrem Leben. Trotz der Trennung sind Joshua und Jodie entschlossen, sich das Sorgerecht für Juno zu teilen. Sie wollen sicherstellen, dass ihre Tochter weiterhin die Liebe und Fürsorge von beiden Elternteilen erhält, auch wenn sie nicht mehr zusammenleben.